Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Steering Abyss, also in den Abgrund starren. Ist ein Unity-Game mit einem absolut überzogenen Preis von 20,99 wieder mal. Ja, schauen wir es uns mal an. Story-Mode. The coordinates brought us to an uncharted peak. A great mountain rising from the lightless depths, shrouded in mystery. We thought we'd prepared for everything. Ach ja, ich spiele aufgehört, also lässt wieder mal grüßen. Ist jetzt, ja, ich müsste jetzt nachschauen, wie das Buch heißt. Ich bin mich jetzt beim Titel nicht so ganz sicher. Ich glaube, war es nicht Nordstern oder sowas. Ein U-Boot ist außer Kontrolle geraten. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir stehen mit einem Männchen auf dem Meeresgrund. Komm bei Steering Abyss. Du bekommst das Spiel mit einem Taucher unter deiner Kontrolle. Dein erstes Ziel lautet, einen Weg aus der Höhle zu finden. Bewege den Taucher, indem du auf das gewünschte Zielfeld rechts klickst. Naja, da wir hier eh nur eine Möglichkeit haben, gehen wir mal hier entlang. Okay, einfach lieblosen Textblock hergeknallt. Wir wissen, dass es jetzt eine Leiche gab. So, ein Harpunengewehr. Das könnte nützlich sein. Es ist eine Qualle. So. Können wir das schießen? Tatsächlich können wir. Ah je, meine. Das ist. Textblock nach Textblock. Wenn ich ein Buch lesen wollte, würde ich ein Buch lesen. Gott sei Dank hat er es irgendwie überlebt. Und er ist unser zweiter Mann. So. Unheimliche Aktivität. Eine Qualle bewegt sich. Oh mein Gott. Welch furchtbares Desaster. Sie haben uns bemerkt. Stechen wir sie ab. Ja, stechen wir sie ab. So. Keine Aktionspunkte mehr. Na, dann ist das so. Das auch noch das Ganze runter. Ach Gott, nee.
Nicht nur, dass es unglaublich billig aussieht. Es spielt sich noch schlimmer. Ja, wir können den Ort wechseln. Hooray. Metall, 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 Metall. Suche dieses Metall. Wir haben 5 Metall gefunden. Okay. Ja. Dann marschiert meine Minions. Oh, wir haben Kupfer gefunden. Eine unheimliche Aktivität. Minus 2 Sauerstoff. Den Anker unseres Schiffes. Wir haben es überlebt. Wir sind durch die Höhle gegangen. Mit diesen unglaublich schwierigen. Getötet. Oh, es wird interessanter. Unser Schiff. So. Das könnte jetzt durchaus mal was Interessantes sein. Die Operationszentrale ist nicht mehr geflutet. Einige wichtige Systeme in diesem Raum haben jedoch Schaden genommen und müssen repariert werden, bevor sie genutzt werden können. Führe den Mauszeiger auf das Zentralsymbol, um die Reparaturkosten einzusehen. Klicke darauf, um die Operationszentrale zu reparieren. Ach Gott, und der nächste Textblock. Ja. Können wir es jetzt aufklicken? Die Funkanlage funktioniert wieder. Sehr gut. Speiseraum, Ventilraum, Offizierskartier. Scheiße, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aha, wir haben keine Energie mehr. Was tun wir jetzt mit? Keine Energie mehr. Folgende Stufe. Seekarte. Wir haben das nächste. Ja, los. Lasst es uns angreifen aufs nächste Team. Verlorene Expedition. Also, das ist irgendwie extrem alles. Also. Wie, ich weiß nicht, die alten XCOM oder UFO, genau so, nur auf total lieblos und uninteressant, mit etwas bisschen, mit einem Schuss Lovecraft. Entsetzlichen Knochen wurden völlig blank gefressen. Handelt es sich hierbei um eine unbekannte Gattung aus früher Menschlichkeitsgeschichte oder doch eher um eine Mutation? Bei näherer Betrachtung wirkt die unförmige Schädel wieder natürlich, als wäre die Wölbung nicht durch langsamen Wuchs entstanden, sondern ungewöhnlich schnell.
Der schleicht so entlang. Ein unbekanntes Monster. Monster. So, Crewman, töten Sie es. Crewman steht im Weg. Jetzt kann ich wieder hier sein. Ewig dünne, aber robuste Fetzen sind von der Hülle dieser ballonartigen Kreatur übrig geblieben und liegen nun ausgebreitet neben den Gräten, die diese Hülle zusammenhielten. Der Druck im Inneren dieser bizarren, korallenartigen Kreatur muss immens gewesen sein. Handelt es sich hierbei um eine Laune der Evolution, die sich im Blicken der Wissenschaftler bisher entzog, oder wurde das Lebewesen von einer widernatürlichen Kraft erschaffen? Wir werden es nie erfahren. Und weiter geht's. Okay, dann haben wir alles fertig gekoppelt. Sauerstofftank. Was ist das? Ah, Sprit. Sprit. So, dann können wir den nächste zum Detonieren bringen, bald. Ein Fischdingswesen. Wie können wir es anvisieren mit unserer Fischtuferharpune? Nicht gerade viel. Treffsicherheit. Ich würde mal sagen, das mal. Gehen dann zurück. So. Fischdings, komm her. Oh nein, der Fischmann schaut ab. Wir Schweine. Oh, das entdeckt. Harponiert ihn. Feuer. Wie? Das war's. Boom. Oh, was hat denn? Hat uns wieder ein Nervengift verlegt? Gemessert. Messer! VW verfehlt bei 84%. Messer! Weiter auch. Und jetzt unser Mann fürs Grobe. Oh. VW daneben. Sowohl nicht. Ja, Gelegenheitsangriff. Ha ha ha. Erster Mat, wir sind entbehrlich. Verrecken Sie. So.
Nach der Mord! Helfen Sie! Durch mein Nieder. Boah, zieh. Was ist das? Oh. Bullshit und der Schrei. Du bist doch Verteidiger, verteidige auch, du Lappen. Wie zu meinem Pferd. Flucht daneben. Fach. Und dann auch noch verfehlen. Na, Halleluja. Komm, noch einer. Yeah. Er ist getötet. Auf den ersten Blick ist die Anatomie der erlegten Kreatur kaum mit dem Verstand zu erfassen. Der Kopf mit messerscharfen Zähnen im Maul ähnelt einem Orcas und auch die glatte, gummiartige Haut deutet eher auf ein Säugetier hin. Es erscheint Swan unbegreiflich, wie die Evolution in solchen Tiefseekreatur hervorbringen konnte, und doch wurde er eben noch Zeuge davon, wie diese Geschöpf durch die verlassenen Tiefen schlurfte. Die große Knochenart, knochige Haken unter den Armen sehen gefährlich aus, erwecken jedoch nicht den Anschein, dass die Kreatur damit zu feinen Bewegungen fähig ist. Wie sie sich den Lendenschurz umbinden konnte oder und wie dieser überhaupt in die Tiefe des Meeres gefertigt werden konnte, bleibt ein Rätsel. Swan gibt dem Geschöpf, das kaum Ergebnis der natürlichen Selektion sein kann, sondern womöglich durch eine unheilvolle Mutationsprozess entstanden ist, den Namen Finstermolch. Ja, Finstermolch. Kaum hörbares Flüstern umgibt Simon Swan. Als er sich dem primitiven Schreien nähert, für einen Augenblick hatte er noch die Möglichkeit, sich abzuwenden und fortzugehen, aber die Vernunft und wohl auch die Draufgängergeister drückten den instinktiven Drang, das weiter zu suchen. Dieser Augenblick der möglichen Flucht ist eindeutig vorbei, als sich zwei leuchtend rote Augen zwischen den Hörnern öffnen. Er ist gefangen. Fürchte dich nicht, sagt die flüsternde Stimme. Ich biete dir so viel und möchte im Gegenzug zu wenig. Swan will sich widersetzen, aber sein Anzug scheint wie mit Bleige ausgegossen zu sein. Es gibt keine Entrinnen, wo die roten Augen durchdringen. Joa, den Blick standhalten. Aha, wir würfeln. Oh je. Wir haben 3 Wetten aufgebracht. Die Hörner des Schreins und die körperlose blutroten Augen sind mit hellblauen Linien umgeben, die den Kopf des Bullen her darstellen. Die Stimme klingt wieder, diesmal allerdings nicht als Flüstern. Sie erhebt sich zu einem Brummen, so tief wie der Ozean, so erbarmungslos wie die Gezeiten. Du befindest dich hier in einem gefährlichen Ort. Du hast bereits meine launischen Kinder kennengelernt und die noch Schlimmeres erwartet dich, solltest du fortfahren. Ich verfüge immer noch über einen Rest meiner einstigen Kräfte. Wende dich an mich, wenn du Hilfe benötigst, und ich werde versuchen, das Schicksal in deinem Sinne zu lenken. Wer bist du, will Swan wissen. Was willst du von uns? Die Stimme antwortet nicht. Stattdessen herrscht wieder die ewige Stille. Lediglich ein Kribbeln in seinen Nacken bleibt zurück. Irgendjemand oder irgendetwas beobachtet ihn. Die Kraft, die den Schrein durchströmt, ist zu überwältigend für Swan. Sein Wille kann die Belastung nicht mehr standhalten. Die dunkle Domäne herum scheint sich zu verstärken. Zugang zur Beschwörung erhalten. Fallene Stufe +1. Tja, ja, der gute alte Swan, sie ist ein Beschwörer geworden. Und irgendwie, glaube ich, dem müssen wir mal was anderes schenken. Also, Messer, der ist furchtbar mit dem Messer.
bösartige Tinte. Mann, ihr habt nichts, hier ist doch Sauerstoff. Hoffentlich geht der jetzt nicht drauf. Aber unser guter Alter. Mann. Wird das packen. Drück ihn wieder. Bestimmt. Der hagere Leichnam sieht anders als alles aus, was Won bisher gesehen hat. Die tote Kreatur weist marktmehr gewöhnliche Tiefseewesen auf, aber ähnelt in den Körperbau mehr einem Menschen, als er sich der Seaman in diesen Situationen eingestehen will. Die Größe der Augen erklärt, warum diese sonderbare Kreatur so empfindlich auf den Lampen des Tauchanzugs reagiert hat. Als sie in dieser nahezu völlig dunklen Umgebung, die vermutlich ihr gewöhnlicher Lebensraum ist, die fluoreszierenden Lichter sah, muss es sich so gefühlt haben, als hätten sie direkt in die Sonne geblickt. Die schwachen, nicht ganz ausgeprägten Arme scheinen keine wichtige Funktion zu haben. Bei der Verteidigung und bei der Jagd verlässt sich die Kreatur womöglich vor allem auf ihre auch nach außen gewachsene Wirbelsäule, mit deren Hilfe sie sich auch fortbewegt. Die vorhandene Kleidung, wenn auch einfach gehalten, lässt darauf schließen, dass die Kreatur Werkzeuge zu nutzen imstande ist. Spawn vielleicht das Gefühl, dass diese Wirbelschleicher intelligenter sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Simon Spawn dringt zu der Gestalt vor, die regungslos auf dem Bauch liegt, eingebettet in eine dünne Sandschicht, die den Boden dieser unheimlichen Höhle bedeckt. Er überprüft eilig den Taucheranzug der Person und stellt erleichtert fest, dass er nicht beschädigt zu sein scheint. Da der Bereich vor dem Gesicht beschlagen ist, weiß Swan nicht, um welchen Crewmitglied es sich handelt. Dennoch ein gutes Zeichen, denn wäre der Taucher bereits tot, wäre das Glas nicht schon beschlagen. Swan will wissen, wen er gefunden hat, doch das wird er erst erfahren, wenn die Person wieder bei Bewusstsein ist. Simon Swan blickt in eine unheilvolle Dunkelheit und spürt, wie ihm die Schauer über den Rücken läuft. Doch gleichzeitig regt sich auch die Hoffnung, endlich Antworten auf einige der Fragen zu erhalten, die Überlebenden beschäftigen. Dass ein weiterer Crewmitglied nach dem Zwischenfall lebend gefunden wurde, gibt weiteren Grund zu vorsichtigen Optimismus. Nachdem Swanick ein Gedanken versunken war, wird ihm klar, dass er dringend Handlungsbedarf besteht. Der bewusstlose Crewmitglied muss womöglich medizinisch versorgt werden. Und mit jedem Atemzug gehen auch die Sauerstoffreserven von Swan immer mehr zur Neige. Vorsichtig rüttelt er den Taucheranzug des Bewusstlosen und nach einigen Sekunden, die ihm wie in Stunden vorkamen, regiert der Taucher endlich. Der Seaman weicht zurück. Um keinen Schaden zu nehmen, sollte der Taucher erst einmal panisch auf die Umgebung und die Situation reagieren. Kurze Zeit später hört Swan einem Knacken. Das unbekannte Crewmitglied muss sein Funksystem aktiviert haben. Wo bin ich? Kann mich jemand hören? Brian fällt ein Stein vom Herzen und aktiviert seinen eigenen Funk. Das ist eine lange Geschichte, nur so viel. Ich bin froh, ihre Stimme zu hören, Dubius. In Swan keimt Hoffnung auf. Vielleicht ist es noch nicht alles verloren. Was ist passiert, Dubius? Du Boys. Wissen Sie, wie genau es hier ist? Wie genau wir hier sind und was hier genau getan haben? Swan, sehen Sie das? Der Science Officer spricht mit schwacher Stimme und versucht, die Furcht der Verwirrtheit zu verbergen. Doch Simon Swan entgeht nicht, dass es dem Science Officer schwerfällt, die Nerven zu behalten. Du Boys, fährt fort. Ich weiß nicht, ob ich die Antworten habe, die Sie suchen. Ich weiß, das war alles so wirr. Die Träume, Swan, die Träume. Ich fühle mich so, als hätte ich von der tausenden Existenzen geträumt, die alle miteinander verworben sind und doch für sich stehen. Alle diese Existenzen haben eine Bestimmung, die weit über alles hinausgeht, was ich bisher in meiner eintönigen, belanglosen Leben hätte vorstellen können. Doch nun verblassen die Erinnerungen. Swan unterbricht sie nicht. Während der Sensor spricht, überprüft Swan die Anzeige auf den Sauerstoff seines Gegenüber und stellt fest, dass er unerklärlicherweise voll ist.
Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wie ich in den Tauchanzug gelangt bin. Da war der Captain. Er ging vor mir und führte mich durch die Vegetation und Ruinen. Wir waren in diesem beklemmten Dunkelheit jedoch nicht allein. Hinter dem schwachen Licht unserer Lampen huschten Schatten umher. Schatten von Wesen, die nicht von dieser Welt zu sehen schienen. Oh mein Gott, warum verblassen das Glanz und die Faszination meiner Träume, während sich diese schreckliche Erinnerung in meinem Gehirn eingebrannt hat? Sie ist merklich aufgewühlt und die zitternde Arme ist sogar durch den dicken Tauchanzug erkennbar. Swan streckte den Arm aus, mit dem Science Officer die Hand auf und die Schulter zu legen. Trotz der undurchdringlichen Tauchanzug schien der Körperkontakt die aufgewühlte Kameradin sichtlich zu beruhigen. Sie ließen uns gewähren und wir gingen weiter. Captain Ashworth schien ein klares Ziel vor den Augen zu haben, da er seine Entschlossenheit an den Tag legte, wie jemand, der weiß, was er vorhat. Dann blieb er plötzlich stehen. Wir waren umgeben von großen Felsen und im Schlamm tat sich der dunkle Abgrund auf. Der Captain drehte sich zu mir. Doch da war nicht mehr der Captain. Nun, naja, in gewisser Weise schon, aber er war nicht mehr er selbst. Dieses abscheuliche Gesicht, in das ich mich in diesem Moment erblickte, jagte mir noch mehr im Schrecken ein. Ich werde nie vergessen, wie mich diese furchterregende, schimmernde Augen anstarrten. Hinter mir bewegte sich etwas. Der Captain muss es gesehen haben. Aber er stand einfach nur tatenlos da, ohne mich zu warnen. Ich versuchte, nach meinem Messer zu greifen, doch irgendwas hinderte mich daran, meine Arme zu bewegen. Und er stand einfach nur da. Wie konnte er einfach nur untätig dastehen? Nur für einen Moment setzte Simon Swan einfach nur wortlos auf einem Felsen. Obwohl er in diesen unsäglichen Tiefen bereits Zeuge unvorstellbarer Schreckens wurde, kann er die Gedanken daran, dass der tiefere Captain Ashworth seine Crew im Stich gelassen hat, nur schwer ertragen. Nachdem Swan innehielt, sagte er nun mit ruhiger, aber resoluter Stimme, wir müssen ihn finden, wir müssen die Wahrheit erfahren. Viel Text. So, haben wir das dabei, glaube ich. Wir können... Es muss ein Fischer nicht sein. Science Officer Du Bois zuckte mit den Achseln. Nun ja, auch Urzeitmonster haben Hunger. Wendig, aber hier ist ein Fisch, der ihnen nicht so leicht ins Netz gehen wird. Zurück. Oder ist es nicht? Ich weiß es nicht.
Ja, genau, die hier. Und die. Sind doch alle da. Liegst du in einem Zonenfest, ja? So, die extra anklicken. Das ist kein Info, sondern das ist ein Button. Achso, man kann jetzt hier ändern, okay. Stufenaufstieg. Ach, genau wie bei XCOM. Okay. Zu dem Pfad wählen. Nahkämpfe, ich gebe ihm Stärke. So. Aus irgendeinem Grund haben wir einen Koch gefunden. Nächste Gebiet, ja. Ja, im Grundsätzlich muss man sagen, es ist ein billiger XCOM-Nachabklatsch, etwas mit einem Schuss Lovecraft auf Unity. Mehr kann man zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Die Kämpfe sind ziemlich lahm und langweilig, die KI nicht sonderlich gut. Generell, man kann es auch lassen. Also 20,99 € ist das Ding auf jeden Fall nicht wert. Kauft euch einen alten XCOM-Teil oder kauft euch einen der alten UFO-Teile. Da habt ihr wesentlich mehr von. Also das Ding ist einfach hoffnungslos überteuert und steht in keiner Relation dazu.